Die Verliebterei macht mich wahnsinnig. Webmaster. Immer das Gleiche. Die sind so billig. Ey. Immer das Gleiche mit diesen Umgemachungen, Rumverlinkerei, ey. Ey, und dabei sind die zu blöd, überhaupt richtig zu verlinken. Ey, ich kann nicht behaupten, dass ich jetzt Webmaster hasse, so, ne? Aber wenn ich dann sowas höre wie, bitte link mich zurück auf der gleichen Seite oder erzähl es keinem anderen. Was? Die wollen das einfach nur vertuschen. Die sagen so, ich habe jetzt eh ein schlechtes Gewissen von Google oder so. Ey, so ein scheiß Gelabere kann sich doch kein SEO richtig anhören. Und dann kaufen die so 2 Jahre drei Jahre alte Domains und machen damit ihre Experimente. Das sind doch alles vergute Spammer. Echt, ey. Er kriegt das Kotzen. So abgefuckte Webmaster, ey. Und dann wundern sich, dass man sich über diese ganze Spammerei noch rumlabert. Ey, diese Spammer, die gehören weiß Gott wohin. Das sag ich ja immer wieder, Mann. Die SEO-Traffic, die sind da raffinierter. Die nehmen links die Kohle an, Mann. Die sind so raffiniert und nehmen die Kohle an für links. Und lassen sich nicht einfach nur so verlinken. Und dann meinen die nachher noch, ey, das ist ein themenrelevanter Link. Scheiße, sind die blöd, Mann. Da hörst du so Wörter. Oh, die Seite ist aber toll, die passt ja gut zu meinem Projekt. Ey, die ist ja so schön. Ey, das sind alles abgefuckte Webmaster, Mann. Ey, die verlinken doch trotzdem nur Scheiße. Raffen die es nicht? Ich weiß es. Ich habe schon so viele Webmaster verlinkt. Ey, ich muss es einfach wissen, ey. Ich habe schon so viele Webmaster an dem relevanten Link verkauft, ey, das glaubt der gar nicht. Weißt du? Die machen sich nur lächerlich. Die verlinken von der einen Seite zu der anderen, verlinken hier, verlinken dort, ohne drüber nachzudenken. Und dann kriegen die das Penalty. Und da müssen wir bei aufpassen. Wir müssen uns die Gummis anziehen. Und die Links dann nur noch mit einem Follow versehen. Echt? Tut mir einen Gefallen. Einen riesengroßen Gefallen. Verlinkt jetzt nur noch diese scheiß Spammer-Webmaster mit nur Follow, Mann. Die normalen Webmaster, das sind die eigentlichen Spammer. Ich weiß nicht, ob ihr Spammer seid. Ich meine, jeder hat mal rumgespammt. Aber ich bin kein chronischer Spammer. Ich verlinke richtig gerne. Ja, verlinkt, das ist es so. Das ist ganz genau mein Ding. Echt, ey. Es ist schön, den Index voll mit tollen Seiten zu füllen und den Leuten neue Seiten zu zeigen. Dann ist es. Und dann muss der Traffic richtig fließen. Der muss richtig schön fließen. Dann muss schon AdSense verdient werden. Wenn der Traffic fließt und die Kohle fließt, will keiner plötzlich mehr darüber reden. Aber abkassieren, das ist dir nicht peinlich. Echt, ey. Schöne Scheck kassieren. Haha, so sind eben die abgefuckten Webmaster. Und dann wollen die mir sagen, ich soll asozial sein. Ich soll asozial sein. Das kann's doch nicht sein. Nur weil ich euch davon erzähle, das ist doch mal die Wahrheit, Mann. Ihr müsst es doch mal begreifen. Das ist die Wahrheit. Nichts als die Wahrheit, was ich euch jetzt hier sage. Echt, ey. Und dabei sind die normalen Webmaster, das sind doch die eigentlichen Spammer. Echt. Die lassen sich verlinken, ey. Ey, wie oft habe ich schon eine Linkanfrage gehabt von so einem Webmaster, dessen Seite noch gar nicht richtig fertig war. Ja, verlink mich doch, wenn es dich nicht stört. Ey, Scheißdreck werde ich tun. Und dann sollen wir die asozialen SEOs sein? Kann doch nicht sein, ey. Die sind die asozialen. Die betrügen wie Sau. Die betrügen echt wie Sau, Mann. Das kannst du im Index gar nicht mehr antun. Echt. Das geht nicht. Das geht nicht. Ja, aber die wollen es eben nicht anders. Die wollen es eben nicht anders. Und dann bekommen sie es auch. Und wenn du mal der Seite dann mal unter dem Rock schaust, dir den Code anschaust, kriegst du einen Brechreiz. Da kriegst du einen Brechreiz. Echt, ey. Noch niemals valides HTML, ey. Ah. Komm mir auf, ey. Ich krieg mich schon wieder auf, ey. Und wenn die dann Bookmark bekommen, geht den scheiß asozialen Webmastern so richtig einer ab. Da werden die richtig nass.
Ja, ich meine, ich liege jetzt hier so, ne? Ihr mögt jetzt zwar denken, der Typ, der hat jetzt nicht mehr eine Waffel oder so. Aber das ist nun mal die Wahrheit, die muss doch mal gesagt werden. Es ist die Wahrheit. Es sind Sachen aus dem wahren Leben da draußen. Glaubt mir, ich muss es wissen. Ich habe schon so viele Webmaster verlinkt. Ey, das könnt ihr gar nicht mehr zählen. Weißt du, und wenn ich dann so Sachen höre, ey, der Traffic bricht mir, tu doch was. Ey, was soll denn das werden mit diesem hysterischen Rumgemache? Die wollen noch verlinkt werden. Da verlinkst du sie, ey, da jammern sie noch. Alter, das ist doch nicht normal, ey. Ich reg mich gerade schon wieder auf, das kann nicht sein. Aber seid mir jetzt nicht böse, wenn ich das sage. So ein geiler Link aus dem Linkverzeichnis. So eine billige Seite. Das ist doch mal richtig geil. Da werden die richtig nass. Da fließt der Traffic. Da spritzt der Link-Juice nur so richtig raus, Mann. Und da musst du so richtig reinspammen, die Links. Hier ein Link bei Link, dort ein Link bei Webnews, dort ein bei Mr. Wong. Überall ein Link rein, Mann. Darauf stehen die Webmaster. Da geht denen so richtig einen ab. Und dann hörst du sie sagen, oh, so viel Traffic hatte ich noch nie. Oh, wie geil. Das ist der Super SEO. Ja. Das ist der SEO für die Firma. Ja, leck mich am Arsch, sag ich, Mann. Leck mich doch am Arsch. Diese blöden Webmaster, die haben sie doch nicht mehr alle. Die haben sie nicht mehr alle. Wie du es als SEO machst, machst du es verkehrt. Verlinkst du sie nicht, suchen sie sich einen anderen SEO. Es gibt viele Webmaster, die sagen, ey, ich habe einen SEO, aber der bringt mir keinen Traffic. Der bringt mir einfach keinen Traffic. Aber die On-Page-Optimierung ist okay. Und wisst ihr, was die dann machen? Für den richtigen Traffic holen die so einen schönen Voll-Assi-SEO wie mich. Einen, der es auf dem Kasten hat. Der sich nicht schämt, auch mal Blackhead-Optimierung anzuwenden. Darauf stehen die nämlich. So richtig schön durchverlinkt werden. Ja. Und wenn sie dann mal so einen SEO haben, der zu black ist, dann jammern sie auch wieder. Ey, kannst du nicht mal ein bisschen auf die Usability achten? Oder ey, kümmere dich doch mal um themenrelevante Links. Ey, was soll die Scheiße? Egal wie du es machst, Alter, es ist verkehrt. Und deswegen werden in unserer Generation immer mehr Webseitenbetreiber enttäuscht und abgezockt, weil sie abgefuckte Spammer wollen und sind. Das kann noch nicht so toll sein. Da kann ich echt, da kann ich nicht mehr klar drauf. Ich komme nicht mehr klar. Echt. Da kann die Seite noch so toll sein. Gerade die, wo man denkt, die Seite ist so gut, das sind die, die so richtig durchverlinken lassen. Weil sie nicht genug kriegen können. Glaubt mir das, ich verlinke die. Ich verlinke die und bookmarke sie. Ey, mal ehrlich, ey. Wem interessiert denn eine Seite, die nach verlinkt von uns ist? Echt, war da mal wirklich mal eine dabei, die einen wirklich interessiert hat? Ey, hör mir auf, Alter, das kannst du mir nicht erzählen. Kannst du mir nicht erzählen, auf gar keinen Fall. Ey, ich weiß doch, was ich tue. Ich verlinke sie so, wie sie es brauchen, Mann. Geile Seiten, das sind gute Seiten bei. Weißt du? Richtig gute Seiten, ich weiß es. Wer verlinkt, wie ich im Gebookmarkt habe, hat da keiner mehr was. Es waren auch schon ein paar große Seiten dabei. Die halten wenigstens das Maul, sobald der Treffer fließt. Die sind froh, wenn sie so richtig schön durchverlinkt werden. So ist es halt eben, Alter. Genau so ist es, Alter, und nicht anders. Ohne Spaß, ihr wisst, dass es so ist. Ihr gebt mir auch sogar alle recht, weil ich es sage. Ja, ich habe wenigstens die Courage, es zu sagen. Weil die Webseitenbetreiber da draußen so billige kleine Spammer sind. Nicht alle. Es sind nicht alle. Es gibt auch Ausnahmen. Aber da dauert es nur ein bisschen länger. Da dauert es nur ein bisschen länger. Aber irgendwann lassen sie sich dann auch verlinken. Die sind so blöd, das glaubt ihr gar nicht. Echt. Es ist immer das gleiche Programm. Da hast du so, ich geb dir nicht so schnell einen Backlink, das geht doch nicht. Aber was ist dann? Dann hast du sie verlinkt und der Webmaster linkt dann eh zurück. Und dann geht dir die Seite dann auch noch am Arsch vorbei. Das ist immer so. Das ist echt immer so. Wenn sie mal geknackt sind, dann ist es echt vorbei, Mann. Dabei ist es egal, ob die Seite gut aussieht oder ein schlechtes Design hat. Ein SEO, der braucht eben Abwechslung. Der braucht mal eine PR4-Seite, eine PR7-Seite,
Meine PR3, sagst du, das ist eben so. Der SEO braucht Abwechslung. Der SEO braucht definitiv Abwechslung, um sich zu befriedigen und um in den Index reinzukommen. Echt? Und damit kommen die normalen Webmaster einfach nicht klar. Und warum kommen die nämlich klar? Weil sie nicht das machen, was wir den Webmaster sagen. Ey, wenn ich dir mal so einem Webmaster-Betreiber sage, ey, mach doch mal ein Linktauschprogramm auf. Erstell eine Sitemap. Setz ein Affiliate-Programm auf. Ey, nee, immer nur dieser gleiche On-Page-Scheiß machen. Das nervt echt. Das nervt einfach nur. Die müssen einfach mal flexibel sein. Mal was Neues ausprobieren. Vielleicht mal bei Linklift ein paar Links kaufen. Aber nichts machen sie. Die machen nichts, gar nichts. Machen sie einen auf anständig, wird es eben eh nur langweilig, weißt du? Und ihr wisst, dass ich recht habe. Wenn sie mal zu ihrem SEO stehen würden, Mann. Echt, ey. Aber die werden alle nur ausgenutzt. Die werden echt alle nur ausgenutzt. Von mir auch. Solange die Webmaster sich mehr nicht gegenüber korrekt verhalten, weißt du, nutze ich die einfach aus. Ist so. Geht gar nicht anders. Ey, versteht mich jetzt nicht falsch. Ich bin der liebste SEO. Aber, ey, sobald ich merke, dass es um die Verlinkerei geht, dann verlinke ich so richtig durch, Mann. Dann kriegen die so richtig einen rein. Dann verlinke ich, wird durchverlinkt auf Teufelkommen raus. Hier noch einen rein, bei Jek, bei Webnews, bei Mr. Wong. Dort im Verzeichnis rein, hier einen rein. Dort in die Linkliste eintragen, überall. Weißt du? Die meisten Webmaster wollen nur so richtig durchverlinkt werden. Von so einem richtigen SEO wie von mir. Dann hörst du sie so nur sagen, ah, der Bernardo, der hat einen guten Ruf. Und dann hören sie auf einmal, ja, der ist ein Bernardo, der ist so ein blöder Spammer. Dann wollen die natürlich nicht gerne zurückverlinken. Aber wenn es dann um Verlinken der eigenen Seite geht, dann hörst du wieder so Stimmen, ach, der Bernardo, den musst du mal antexten. Der verlinkt dich so mal richtig durch. Da sind die natürlich wieder alle ganz schnell am Start. Da sind die so schnell am Start, da kannst du bis drei zählen. Echt, das geht nicht. Das geht nicht. Egal, ob die schon SEO haben oder nicht, Mann. Da treten sich dann Mut an, texten mich an und lassen sich dann so richtig schön von mir durchverlinken. Bam, 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 da ein rein. Na, so wie sie es so richtig brauchen. Und ich habe schon viele Webseiten verlinkt. Wie viele? Ha! Ohne Spaß, meine Kollegen lügen nicht, ey. Die wissen ganz genau Bescheid. Die wissen Bescheid, was ich mache. Echt, und die ganzen anderen sehen es. Ey, jetzt versteht mich ja noch nicht falsch hier so, ne? Das oberste Gesetz von Freunden werden die Seiten nicht aus dem Index gekickt. Aber es gibt da so viele andere da draußen. Da habe ich dann kein Problem mit, wa? So, ich glaube, ciao, ich bin raus.